Wozu hängt man Kühen Glocken um? Man hört gelegentlich von Städtern, die gegen Kuhglocken ankämpfen. Bekannt geworden ist der Fall einer niederländischen Veganerin, die sich in einem Schweizer Bergdorf niederließ und dort aggressiv gegen die Kuhglocken und die Kirchenglocken zu Felde zog. Man fragt sich unwillkürlich, warum sie ausgerechnet in ein Schweizer Bergdorf gezogen ist, wenn sie sich an dessen typischer Geräuschkulisse stört. Sie sucht offenbar Probleme und Gründe zur Unzufriedenheit. Damit reiht sie sich in die Menge peinlicher Jammerlappen ein, die aus Land ziehen, sich aber von ländlichen Geräuschen wie dem Krähen der Hähne in ihren Träumen von einer ruhigen Landidylle gestört fühlen. Warum siedeln sich diese Leute nicht lieber neben einer Autobahn an? Da hören sie gewiss kein Geläut von Kühen und Kirchen und keine krähenden Hähne. Für ein ländlich geprägtes Dorf sind sie völlig ungeeignet, dessen reale Idylle ist bei ihnen Perlen vor die Säue geworfen. In Frankreich wurden diese Landgeräusche mittlerweile offiziell zum Kulturgut ernannt. Für viele Menschen, die auf der Suche nach Romantik auf dem Lande, insbesondere in den Bergen, Urlaub machen, gehört das Erklingen der Kuhglocken dagegen zur Erwartung an solchen Urlaub. Dennoch sind die Glocken natürlich nicht ihretwegen da. Die besagte Veganerin behauptete, die Kühe würden unter den Glocken leiden. Behaupten kann man immer viel. Kann das eine Person, die nie eine Verantwortung für Kühe gehabt hat, besser beurteilen als erfahrene Bergbauern? Wäre sie respektvoll, würde sie das Urteil eher den Erfahrenen überlassen. Leiden die Kirchen vielleicht auch unter ihren Glocken? Nun denn, zu der Frage, wozu Kirchen ihre Glocken brauchen, und zur etwas ungewöhnlichen Frage, ob Kirchen unter ihren Glocken leiden, möchte ich mich nicht äußern, da ich nie mit Kirchen gearbeitet habe und dies folglich nicht in meinen Kompetenzbereich fällt. Aber zu den Glocken von Kühen, Ziegen und anderen Weidetieren kann ich mich als Biologe mit mehrjährigen Erfahrungen in der Weidewirtschaft und mehreren weideökologischen Publikationen in diversen Fachzeitschriften einigermaßen kompetent äußern. Es ist ja schon klar, dass Großstädter, die ihr Essen im Supermarkt kaufen, keine Kuhglocken brauchen. Ebenso wie sie keine Dünger und Pestizide, keinen Pflug und kein Stroh brauchen. Wenn sie daraus voreilig den Schluss ziehen, die landwirtschaftlich tätige Bevölkerung solle auch ohne all dies auskommen, dann sollen sie bitte versuchen, ohne landwirtschaftliche Produkte zu überleben. Wenn wir genau sein wollen, müssen wir zwischen Glocken und Schellen unterscheiden. Eine Schelle ist geschmiedet. Im Bündnerromanischen, dem rätoromanischen Graubündens, sagt man La Stiella, genau genommen spreche ich hier vom soselvischen Dialekt des Bündnerromanischen. Eine Glocke ist dagegen gegossen, hat einen reineren Klang und ist bedeutend teurer. Bei Kleinvieh, wie Ziegen, findet man sie heute eher als bei Kühen. Das soselvische Wort ist La Branzina. Ob Schellen oder Glocken, der Zweck bei Weidetieren ist derselbe. In der Umgangssprache werden sie oft unterschiedslos als Glocken bezeichnet. Bei reiner Stallhaltung braucht es kein Geläut, also weder Glocken noch Schellen. Der Einsatz für Geläut bedeutet immer einen Einsatz für Weidehaltung. Der Kampf dagegen ist also zwangsläufig ein Kampf gegen Weidehaltung und für reine Stallhaltung, also ein Kampf gegen das Tierwohl. Wozu dient nun dieses Geläut bei Weidetieren? Manchmal sucht man Tiere auf der Weide im Nebel oder morgens im Dunkeln. Da kann eine akustische Ortung über Klanggeräte eine große Hilfe sein. Zugegeben, frühmorgens im Dunkeln habe ich es meist erlebt, dass die Kühe still lagen und daher ihre Schellen keinen Ton abgaben. Auch wenn sich die Tiere hinter einer Geländefalte befinden, hilft der Klang von Schellen oder Glocken beim Auffinden. Bei Ziegen ist es oftmals die ganze Herde, die man in den Bergen suchen muss. Bei Kühen sind es häufig nur einzelne Tiere, die man auf der Weide aufspüren will. Ich habe auch schon ein Pferd im Nebel gesucht. Dieses Rind, das sich nur teilweise in die Herde integrierte, war aus der Weide ausgebrochen und hatte sich hier im Wald versteckt. Glücklicherweise trug es eine Schelle, sodass ich es ohne Schwierigkeiten aufspüren konnte. Ein nicht schnell genug gefundenes, ausgebrochenes Tier kann in den Bergen zu Tode stürzen. Es kann auch auf einer Straße einen Unfall verursachen. Bei der Frage nach den Schellen kann es also unter Umständen um Leben und Tod gehen.
Warum aber tragen Stiere und Ziegenböcke meist keine Schellen? Beim Deckakt wären diese lästig, weil sie auf den Rücken des Weibchens aufschlügen. In der Praxis muss man eben oft Kompromisse eingehen und Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Als unser Stier ausgebrochen war, dauerte es entsprechend lange, ihn zu finden. Zur Frage, ob die Tiere unter ihrem Geläut leiden, gibt es nicht die eine klare Antwort. Die Philosophien von Städtern zum Thema sind naturgemäß völlig irrelevant, da sie nicht auf Erfahrungen und Faktenwissen beruhen, sondern ausschließlich auf Projektionen des eigenen Egos. Würdest du dein Haus von einem Philosophen entwerfen lassen? Gar einen, der selber in einer Tonne wohnt? Oder doch lieber von einem gelernten Architekten? Würdest du deine Schuhe zur Reparatur einem Philosophen geben? Gar einen, der selber immer barfuß läuft? Oder doch lieber einen gelernten Schuhmacher? Würdest du Infos über Weidehaltung von einem Philosophen erfragen? Gar einen, der selber vegan lebt? Oder doch lieber von einem erfahrenen und einfühlsamen Hirten? Ein verantwortungsbewusster Mensch würde sich in solchen Fällen ohne zu zögern für die kompetente Fachperson entscheiden. Alles andere wäre absurd. Aber auch unter kompetenten Personen gibt es unterschiedliche Ansichten zum Geläut. Tierhalter stellen bisweilen fest, dass Tiere, wenn sie im Frühjahr ihr Geläut umgehängt bekommen, Freude zeigen, weil das für sie ein Zeichen ist, dass die Weidesaison beginnt. Ob es wirklich Freude oder eher Irritation ist, ist vielleicht nicht in jedem Fall einfach zu sagen. Beobachtet wird auch, dass rangniedrige Kühe, wenn sie Glocken bekommen, von ihren Artgenossinnen mehr respektiert werden. Es gibt Menschen, die mit Weidetieren arbeiten und sagen, die Glocken oder Schellen sollten nicht sehr groß sein, da die Tiere sonst unter dem Gewicht leiden. Das ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Die größten Schellen hängt man Kühen oft nur vorübergehend als Schmuck für den Alpabtrieb um. Das mag man kontrovers diskutieren. Wie wir auf diesem Foto sehen, müssen die Schellen auch dabei nicht überdimensioniert sein. Es kommt vor, dass sich eine Kuh am Schellenriemen eine Wunde scheuert. Wenn man als Hirt vor dieser Situation steht, nimmt man dem Tier die Schelle samt Riemen ab, bis die Wunde wieder verheilt ist. Anders als Philosophen, die sich vom Sofa aus zu Themen der Tierhaltung äußern und dabei vielleicht gar das Wort Empathie nutzen, haben Hirten reale Verantwortung gegenüber den Weidetieren und ihrem Wohlbefinden. Sie können die Empathie nicht zu einem leeren Schlagwort verkommen lassen. Wenn sie sich dieser Verantwortung nicht stellen, sind sie für diese Arbeit nicht geeignet und sind im Lehnstuhl als Philosophen besser aufgehoben. Es gab eine Auftragsuntersuchung zur Frage, ob die Kühe unter dem Klang der Glocken leiden. Obwohl ein wichtiger Geldgeber, ein veganer Millionärserbe, aus Glaubensgründen bewiesen haben wollte, dass sie darunter leiden, um gegen das Geläut kämpfen zu können, kam die Studie nicht zu einem klaren Ergebnis. Diese Studie wurde daraufhin nicht weitergeführt. Dass ein Taugenichts, der nur vom Erbe lebt und nie im Schweiße seines Angesichts für sein Essen arbeiten musste, auf seinem Sofa philosophierend den Sinn von Kuhglocken nicht versteht, liegt auf der Hand. Ebenso wie er vermutlich keine Ahnung von Architektur, Schuhmacherei oder Ökologie hat, weil ihm die betreffende Ausbildung fehlt. Während sich alle verantwortungsbewussten Menschen einer endgültigen Meinung über das Kuhgeläut enthalten, solange sie nicht selber mit Weidetieren gearbeitet haben, trieb ihn seine empathielose Selbstsucht zu derartigen boshaften Bemühungen, den Nahrungsproduzenten das Leben zu erschweren und die weidenden Kühe unnötig in Gefahr zu bringen. Dass ihm das Leben und das Wohlergehen der Tiere egal sind, hat er damit hinlänglich unter Beweis gestellt. Liebe Philosophen und Städter, vertraut darauf, dass Hirten besser wissen als ihr, was die Bedürfnisse ihrer Tiere sind und wie sie die Weidewirtschaft sinnvoll gestalten. Schaut, dass ihr eure eigenen Aufgaben gut erfüllt und mischt euch nicht besserwisserisch in Arbeiten außerhalb eures Kompetenzbereichs ein. Wenn ihr intelligent seid, wisst ihr das ja sowieso. Danke für euer Verständnis.